Commander, you've got a priority message from Admiral Hackett requesting to come aboard. Permission granted. Aye, Commander. Da sind sie auch schon. Wow. Die beiden haben auch so extrem geniale Rüstung. Die letzten Schritte, bevor wir den Reapern ordentlich die Leis machen. Admiral, are you ready to bring the might of the galaxy to bear on the Reapers? Yes, sir. Then let's make sure the fleets are ready. All fleets reporting in, sir. Never before have so many come together from all quarters of the galaxy. But never before have we faced an enemy such as this. The Reapers will show us no mercy. We must give them no quarter. They will terrorize our populations. We must stand fast in the face of that terror. They will advance until our last city falls, but we will not fall. We will prevail. Each of us will be defined by our actions in the coming battle. Stand fast. Stand strong. Stand together. Hack it out. Genau, zusammen machen wir es. Aber irgendwie waren die Kroganer gerade nicht da. The fleets are ready to strike at the Reapers surrounding Earth. While they keep the enemy engaged, you and Hammer ground forces can take London. London? Why aren't we hitting the Citadel directly? Anderson can brief you on that. Dann mal los. Admiral, how are you holding up? We are ready to end this. But as you can see, the station's closed itself since it appeared over London. Damn it. Gotta get the arms open to dock the Crucible. Exactly. But London is surrounded by Hades cannons. Hammer transports can't land while they're active. You lead a squadron of smaller shuttles. Infiltrate with a ground team to take out the cannons using heavy weapons. Hammer can land, and we'll set up a forward operation space. I still don't see how we're getting to the Citadel from London. The Reapers use this beam to transport humans, alive and dead, to the Citadel. From the FOB, Hammer will launch an all-out assault on the Citadel beam. Everyone who makes it that far will take the beam to the Citadel, then locate and activate the Citadel arm controls. Once we see those arms, Shield Fleet will escort the Crucible to the Citadel. But timing will be critical. We don't have enough firepower to keep the Crucible safe for long. Dafür sind wir ausgebildet. Nothing's ever easy. No reason it should start now. It's desperate. I don't even want to guess at our odds. But this is the only plan we have. If we wait, the Reapers bleed us slowly. Conventionally, we can't defeat the Reapers without the Crucible. Get the Citadel arms open. Commander, whatever the cost, we'll do the rest. Yes, sir. Good luck to all of us. Los geht's. Machen wir Reaper Brei aus denen. Reaper Brei. Meine Standardgruppe, Lyra und Garrus. Okay, checken wir mal die Waffen. Alles okay. Ich denke, ich werde dabei bleiben. Ja, bin mir ziemlich zufrieden. Okay. Sieht sehr gut aus. Dann mal weiter. Oh, ich habe noch 4. Ja, wie ich gesagt habe, habe ich die Abwehrdrohne. Skill auf die Abwehrdrohne. Alles klar. Oh, Garrus hat 9. Ich mache euch nochmal ordentlich stark. Na, Garrus hat, finde ich, schon genug Schilde und Gesundheit. Kraftschaden, Sturmgewehrschaden, Sturmgewehrschaden. Okay. Jetzt noch Lyra. Pure Biotik. Definitiv. Denn davon hat sie zu wenig. Okay. Und wie immer, Leute, wenn euch meine Videos gefallen, gebt den Videos einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da oder packt sie in eure Favoriten. Das alles hilft mir wirklich sehr. Danke dafür.
We're through the relay in 30 seconds. Das wird so episch. Wow. Riesige Flotten. Alliance fleet reporting. Turian fleet reporting. Asari fleet's reporting. Wow. Irgendwie fehlen die Kroganer. Kann was mit den Ragnar zu tun haben. Dann haben wir die schon mal, sehr gut. Turian fleet reporting. All fleets reporting in, Commander. Die Kroganer fehlen. Das kann doch nicht wahr sein. Und tatsächlich nur abgenommen wegen der einen Fehlentscheidung, die ich da getroffen habe. Ganz am Anfang wegen den Ragnar. Geld haben wir natürlich auch nicht, wenn ich den Kuchen hier hochgelandet habe. Ich denke, das war richtig so. Wir haben schon eine riesige Armee. Wow. Da haben wir die Reaper. This is it, everyone. Be ready on my signal. Fire. Wow, was für eine Übermacht. Oh, die Reaper sind nochmal auch ziemlich riesig. Die Schiffe halten ordentlich was aus. Wow. On my command, engage the Reaper forces. Roger that! All fighters on me! Attack! Acknowledged! Oh mein Gott, so viele kleine Reaper-Flotten. Schon die ersten Verluste. Oh. We can't hold them, Commander. Our left flank is collapsing. They're getting torn apart. Nee, yep. Ich denke, wenn wir die Geth noch gehabt hätten, wäre das ein bisschen anders ausgefallen. Genau aufs Schiff gesetzt. Wow. Die werden komplett auseinandergefetzt. Ich glaube da nicht. Oh shit. Breaking off. Preparing for descent. Normandy mitten im Chaos. Vielleicht haben die Kroganer aber auch keine Flotten, die sie irgendwie da losschicken können. Aber die fehlen. Aber ich habe nur eine Fehlentscheidung getroffen, wenn nicht. Be careful down there. We'll be fine. Stay focused. Aye, aye. Advanced teams are away. Hammer's in position and waiting for you guys to clear a path. Normandy's rejoining Sword. Stay safe. I'll be back before you know it. I'll hold you to that. Normandy out. We're closing in on the LZ, Commander. How's it look? Like hell? Take a look for yourself. Wow. Sieht eigentlich noch relativ gut aus.
Straßen sind ja noch da. I'm sorry, Shepard. I know how you must feel. I barely even recognize it. Ey, müssen die Reaper schon die Erde komplett zerstört haben. Was sie so lange gebraucht haben, macht irgendwie keinen Sinn. Shit, we got a lock. Hold on. Damn it! Status. That was the squad responsible for taking out that defense turret. Who's on it now? Nobody in the vicinity. All either deployed or shot down. Drop us off. Sir? We have to take that thing out before Hammer can land. Well, it's ours. Understood. Change of plans, people. We're gonna take out that Hades cannon. How do we do that? That downed shuttle would have been carrying heavy weapons. Perfect. You heard the man. Once we're clear, make your way to the crash shuttle. We'll search the wreckage for heavy weapons. Right behind you, Shepard. Los geht's. Treten wir den Reaper in den Arsch. Now, go. Los geht's! Ab zum Shuttle. Oh mein Gott, das sind ziemlich viele. Das ist ein Reaper, ein riesiger. Okay, alle sollen erstmal die Munition verwenden. Ah, Panzerbrechende, genau. Da hinten schicke ich eine Abwehrdrohne hin. Hab ich die da oben? Ne. Damn, I can't stay here, sir. Get clear. Come get us once we've taken that turret out. Roger that. Cortez out. Und weiter geht's. Ah, oh, der Marodeur da oben. Oh, ganz schön am Wackeln. Ah, Garrus hat gerade Überlastung gemacht. Da mal unten Singularity. Zack. Kill die Schilde. Und weiter geht's. Da haben wir noch so einen dämlichen Marodeur. Dieser riesige Reaper. Haben wir. Oh, dann mal weiter. Noch ein Marodeur. Die sind nicht so stark, aber die nerven. Scheiße, wenn man sich nicht bewegen kann, ne? Gott, sind da viele. Stecken vielleicht ein bisschen mehr weg auch, glaube ich. Warp habe ich, glaube ich, voll aufgelevelt. Ist wirklich gar nicht so stark. Na komm. Ja, die scheinen ein bisschen stärker vielleicht zu sein. Oh, alle mir nach. Oh Gott, dieser Reaper. Oh, shit. Schon auf dem Weg. Watch it, you got brutes. Das ist nicht gut. Wo ist der Shuttle überhaupt? Ich muss dran vorbeilaufen. Ah, da oben. Belastung. So viele Marodeure. Gott. Stase for the win. Ehrlich mal. Alle mir nach. Ja, sehr schön. In die Flanke. Schreit nach Überlastung. Komm mal, Mistviech. Okay, dann zu dir. Mir egal. Ich stecke auch super viel weg, weil ich alles auch abgegradet habe. Schon ordentlich. Oh yeah. Und natürlich wird es zu Mass Effect 3 noch DLCs geben. Die werde ich natürlich auch spielen. Wenn du schon mal Bescheid wisst. Oh, ich gieß gegen den Stein oder was? Dankeschön. Hingehen noch irgendwelche ab? Das wäre lustig. Bitte meine Schilde. Du Viech, du. Ja. Yeah. Ins Gesicht. Super.